Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jochen Brandt. Ich bin vom Archäologischen Museum Hamburg, das im niedersächsischen Landkreis Harburg die Aufgaben der Krabb-Kommunalarchäologie wahrnimmt. Dafür bin ich speziell eingestellt und wir haben zwischen 2006 und 2016 eine Ausgrabung durchgeführt auf einem sächsischen Gräberfeld. Ein Teilergebnis des Ganzen präsentiere ich Ihnen heute in diesem Vortrag. Wir schauen als erstes ein bisschen die Landschaft an, die von Hannover aus betrachtet ja weit weg ist. Wir sind hier am nördlichsten Ende des Landes Niedersachsen, am Randbereich der Freien und Hansestadt Hamburg. Das Gebiet gehört landschaftlich zur Hohen Geest, zur Lüneburger Heide im Wesentlichen. Im Nordosten haben wir die Flussniederungen von Ilmenau und Luhe. Ganz im Nordwesten, das sehen Sie hier auf der Karte in dunkelgrün, ein kleines Stück Elbmarsch noch. Ansonsten wird das Gebiet durch drei Flusssysteme Richtung Norden zur Elbe hin entwässert. Unser Fundplatz liegt ganz im Nordwesten des Landkreises Harburg. Und informativer für uns als Archäologen ist, das kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich, die Kurhannoversche Landesaufnahme, ein Kartenwerk, das in den 1770er Jahren entstanden ist. Wir sehen hier einen kleinen Ausschnitt des Ganzen. Sehr schön kann man erkennen am oberen Bildrand im Norden die Elbniederung mit dem stark zertalten Steilhang der Geest. Und dann geht es so 20, 30 Meter rauf und dann sind wir oben auf der Geestfläche, die hier relativ sanft geschwungen ist. Wir sind in einer saalezeitlichen Landschaft. Man erkennt Landschaft eben, wie sie vor gut 250 Jahren ausgesehen hat, mit kleinen Dörfern, den Feldfluren, Wegen. Und was wir hier erkennen, ist zwischen Dastorf und Ketzendorf in der Bildmitte ein kleiner Feldweg. Und an diesem Feldweg befinden sich drei Grabhügelgruppen. Das ist für Archäologen immer schon einmal verdächtig, weil wir da immer schon die Ahnung haben, das könnte eine sehr alte Wegeführung sein, tatsächlich, die vielleicht aus der Bronzezeit oder sogar schon aus der Steinzeit stammt, hier im Sinne eines alten Geestrandweges zu deuten. Wir werden sehen, dass es eine sehr große Wahrscheinlichkeit hat, dass wir diesen kleinen unscheinbaren Weg genauso deuten dürfen. So, bei zwei dieser Grabhügelgruppen haben wir archäologische Ausgrabungen durchgeführt seitens des Museums. Das eine war in den späten 60er Jahren, hier in der Nähe von Ketzendorf. Und das zweite ist die Grabung, die ich Ihnen heute vorstelle. Das ist das Gräberfeld von Elstorf. Beide Gräberfelder sind nicht nur Hügelgräberfelder, sondern eben auch spätsächsische Körpergräberfelder. Das ist schon mal sehr spannend dahingehend, dass wir hier offensichtlich zwei unmittelbar benachbarte Populationen haben im frühen Mittelalter, also in der Zeit zwischen 800 und 1000 nach Christus. Im Falle von Elstorf kommt noch etwas anderes hinzu. Wenn wir uns ein Luftbild anschauen, dann sehen wir in der oberen Bildhälfte einen Bodenabbau. In diesem hat das Archäologische Museum Hamburg immer im Vorfeld des eigentlichen Sandabbaus über viele Jahre hinweg Grabung durchgeführt und dabei neben einer jungen bronzezeitlichen und einer kaiserzeitlichen Siedlung eben auch eine frühmittelalterliche Siedlung entdeckt. Das heißt, wir haben zu unserem Gräberfeld von Elstorf, das sich hier befindet, nicht nur das benachbarte Gräberfeld, sondern auch die zu diesem Gräberfeld gehörige Siedlung. Ein seltener Glücksfall, der spannend ist für die Forschung, weil man hier versuchen kann, sich mal bei der Auswertung des Ganzen auf verschiedene andere gut untersuchte Fundplätze zu stützen. Wir schauen mal auf das Gräberfeld selbst. Das hat eine nicht untypische Struktur für das Frühmittelalter, so wie es aussieht, im Niederelbebereich. Wir haben im Südwesten eine ältere Bestattungsphase, geprägt durch Brandbestattung. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Man sieht das hier aber sehr schön, wie sich das überwiegend im Südwesten in grünen Farben konzentriert. Darauf folgt eine Phase mit Süd-Nord-Körpergräbern. Die sind hier rot markiert. Zu diesen gehören auch einige Grabhügel. Und als dritte, jüngste Bestattungsphase dann west-ost orientierte Körpergräber.
Die verbindet man üblicherweise mit der Zeit der Christianisierung um 800. Ganz so einfach ist das aber sicherlich nicht. Insbesondere zeigen erste C14-Daten, die wir genommen haben, dass diese von mir gerade dargestellte Abfolge von grün zu rot zu blau auch auf diesem Gräberfeld gar nicht so einfach zu sein scheint, sondern dass wir hier offenbar mit längeren Überlappungsphasen zu rechnen haben zwischen den einzelnen Bestattungsformen Brandbestattung, Süd-Nord-Grab, West-Ost-Grab. Dazu ist die Zahl an C14-Daten jetzt natürlich noch zu gering. Das wird man verdichten müssen, aber eine erste Tendenz ist hier möglicherweise gegeben, dass wir mit Überraschungen zu rechnen haben. Bevor ich auf die Fibel, um die es hier nachher gehen soll, zu sprechen komme, möchte ich das Gräberfeld ein bisschen vorstellen und ein paar Besonderheiten vorstellen auch. Nehmen wir mal zu unserem Gräberfeld das benachbarte von Ketzendorf hinzu. Dann sehen wir dort auch Süd-Nord-Gräber, ein paar Hügelgräber und West-Ost-Gräber. Das Ganze ist wie in Elstorf an einem Weg ausgerichtet und dadurch sind die West-Ost-Gräber teilweise aus der eigentlichen Himmelsrichtung rausgedreht. Offensichtlich nimmt man hier Bezug auf diesen Weg, der ein und derselbe ist vor 1200 Jahren so wie heute. In beiden Gräberfeldern gibt es genau ein einzelnes Grab. In Elstorf liegt das hier, in Ketzendorf liegt das hier. Ich zeige Ihnen einen älteren Grundriss dieses Grabes. Es ist eigentlich ein ganz normales Süd-Nord-Körpergrab, hat aber vier Erweiterungen in den Ecken, die man eigentlich für Pfostenstellung halten möchte. Tatsächlich sind diese vier Erweiterungen aber ganz flache, muldenförmige Strukturen gewesen, die man sicherlich nicht als Pfosten interpretieren kann. Es sei denn, der Pfosten ist nur sehr flach verankert gewesen und dann oberirdisch irgendwie verzimmert gewesen. Was es damit auf sich hat, wissen wir letzten Endes nicht. Aber auffällig ist natürlich, dass wir in beiden Gräberfeldern genau ein einzelnes Grab haben, dieser Art. Und das bei rund 300 bis 400 Körpergräbern. In dem Grab aus Ketzendorf fällt weiterhin auf, es ist das einzige, das über einen Sporn als Grab eines Reiters gekennzeichnet ist. In Elstorf haben wir das nicht, hier haben wir aber als ebenfalls seltene, auffällige Beigabe eine Pfeil- oder Lanzenspitze. Das Objekt ist heute noch im Gipsblock, deshalb kann ich es nicht genau sagen. Lag im Fußbereich ist auch eine ungewöhnliche Grabbeigabe im frühmittelalterlichen Kontext, sodass hier möglicherweise etwas dahinter steckt, was wir nicht im Einzelnen auszudeuten wissen. Schauen wir uns den Weg an, auf den ich schon zu sprechen gekommen bin. Wir schauen hier mal in Ostrichtung über unsere Grabungsfläche aus dem Jahr 2007. Dann sehen Sie die Körpergräber als braune längliche Verfärbung. Sie sehen jede Menge Pflugspuren, das sind die sehr geraden dünnen Linien, die in Blickrichtung verlaufen. Und den Weg, den sehen Sie, der ist richtig als schöner Hohlweg ausgeprägt. Das, was von der linken unteren Ecke bis in die Bildmitte führt. Wir haben hier also richtig einen tief ausgefahrenen Weg, von dem wir wissen über die Anlage der Gräber, der hat in dieser Zeit bestanden. Und sehr wahrscheinlich schon zu der Zeit eben dieser Grabhügel. Wir sehen das hier im Plan auch noch einmal. Eben waren wir im rechten Bild dran, jetzt springen wir ans linke Ende des Ganzen hinüber und sehen, dort ist der Weg sogar, lässt der Weg sogar richtige Fahrspuren erkennen. Das ist die Stelle, die ich mit dem Pfeil markiert habe. Ich denke, die Fahrspuren erkennt man sehr, sehr schön, kann sie sehr gut erkennen. Und wenn man dann durch diese Fläche einen Schnitt legt, dann sieht man, dass sich da ganz viele Fahrspuren überschneiden. Da wird man also versuchen können, bei der wissenschaftlichen Auswertung, denn einzelne Fahrspuren und Spurbreiten auseinander zu dividieren, sodass man dazu Aussagen treffen kann für das frühe Mittelalter. Wir wollen uns auch kurz die Brandgräber anschauen. Zunächst mal schauen wir auf eine Fläche, wie sie typischerweise ausgesehen hat im östlichen Teil. Hier sind wir in einer Teilfläche, die wir Anfang 2008 geöffnet haben. Sie sehen im unteren Bildausschnitt wieder die West-Ost-Körpergräber. Ziemlich weit oben sehen Sie wieder als Hohlweg ausgeprägt den Weg. Und jetzt öffnen wir im Sommer desselben Jahres die direkt westlich anschließende Fläche und die sieht völlig anders aus. Das war auch für uns eine große Überraschung damals, dass wir so zielgenau die Grenze zwischen diesen beiden Gräberfeldabschnitten getroffen haben, durch Zufall selbstverständlich.
Da haben wir im oberen Bildausschnitt einen Grabhügel, das erläutere ich noch näher. Im unteren sehen wir weniger deutlich als die West-Ost-Gräber einige Süd-Nord-Gräber und dazwischen viele kleine dunkle Flecken. Die haben wir mit Papptellern markiert, sodass man deutlicher erkennt, wo wir überall solche Pfosten haben. Und teilweise, wo das Ganze eben gut erkennbar ist, haben wir richtig Kreise, manchmal mit einem Mittelpfosten, manchmal ohne. Ich habe das für eine Ausstellung mal so rekonstruiert, dass wir hier ein Pfostenrondell haben, das als Scheiterhaufen genutzt worden ist. Es gibt Kollegen, die halten diese Konstruktion für Totenhäuser. Das ist also umstritten. Meine Theorie geht aber Richtung Scheiterhaufen. Im archäologischen Befund sehen diese Pfosten so aus, wie wir das hier in den beiden Fotos links sehen. Die sind in der Regel verfüllt gewesen in Elsdorf mit sehr viel Holzkohle und in den oberen Bereichen war stets auch Leichenbrand. In jedem dieser Pfosten war Leichenbrand, sodass die Zuordnung zu einer Brandbestattung unzweifelhaft ist, wie auch immer das oberirdisch ausgesehen hat. Im unteren Bild sehen wir außerdem, dass man in günstigen Fällen auch noch zwischen der eigentlichen Pfostenstandspur und der Pfostengrube unterscheiden kann. Was das bedeutet, sehen wir auf dem nächsten Foto, wo die Besitzerin dieser Grundfläche, die heute eine Pferdeweide ist, einen Kratzbaum für ihre Pferde installiert hat auf der Koppel und dabei genau einen West-Ost-Körpergrab getroffen hat. Wir sehen hier sehr schön den Kratzbaum, wie er aus dem Boden ragt und rund um den Kratzbaum eine kleine Grube, die zuvor ausgehoben worden ist und dann mit dem ausgehobenen Sand, der wird wieder festgetreten. Jeder von Ihnen, der schon mal irgendwo einen Zaunpfahl gesetzt hat, weiß, wie das geht. Wir wollen einen kleinen Blick auf Knochenerhaltung und Körpergräber werfen. Wir haben in Elsdorf sowohl Nachweise für Kastensärge als auch für Baumsärge. Das geht in der Regel über die Verfärbung im Boden, denn das Holz ist in aller Regel komplett vergangen. Bis auf kleine inkohlte Reste, die man gelegentlich mal finden kann. Es gibt aber auch andere Beispiele. Eins der schönsten habe ich hier links im Bild. Hier sieht man sehr schön einen schalenförmigen, trogförmigen Sarg. Ich bin bis vor kurzem davon ausgegangen, dass man diese Särge ausgebrannt ist, was diesen schwarzen inkohlten Effekt erzeugt hat. Nun haben mir Kollegen vom Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung erzählt, dass es wohl auch einen Pilzbefall gibt, der sich ähnlich äußern kann, sodass das vielleicht eher durch einen biologischen Prozess entstanden ist, dieses Bild. Das wird man näher untersuchen müssen, aber hier haben wir mal einen deutlichen in Holzresten erhaltenen Nachweis für einen Baumsarg eben, was uns selten gelungen ist in dieser Form. Auf dem rechten Bild sieht man, wie kläglich in so einem Sandboden, wie wir den hier haben, typischerweise in unseren Böden im Norden Niedersachsens, wie schlecht da die Erhaltung der Knochensubstanz ist. Im oberen Grab sehen Sie das besterhaltene Skelett, das wir in ganz Elsdorf haben. Sie sehen ein paar Extremitätenknochen und den Schädel, der ist vorhanden. In dem Grab davor sehen wir ausschließlich Teile der Schädelkalotte und dann als braunen Leichenschatten die Ober- und Unterschenkel. Die Leichenschatten waren aber in aller Regel so gut erhalten, dass wir in nahezu jedem Grab etwas über die Lage des Toten oder der Toten in der Grabgrube aussagen können. Wie Sie sehen an diesem Foto, deshalb zeige ich das auch gerne, ändert sich das auf kleinstem Raum, wie gut die Knochenerhaltung ist. Und es ist auch nicht abhängig von der Lage. Man könnte glauben, die höher gelegenen Gräber sind schlechter erhalten. Das muss aber nicht so sein. Das zeigt dieses Bild, denke ich, recht eindringlich. Ansonsten ist die Knochenerhaltung so, wie wir sie auf diesem Foto sehen, vor allem am Schädel. Das Knochenmaterial ist völlig weich und vergangen. Da wird man auch anthropologisch kaum etwas draus machen können. Leider, muss man sagen. Aber wir müssen ja mit dem arbeiten, was wir haben. Regelmäßig noch vorhanden, aber auch in sehr fragilem Zustand sind die Zahnkappen, also der Zahnschmelz. Der hat ja die Funktion, säureresistent zu sein und das wirkt sich eben auch bei der Bodenlagerung aus. Ein Kuriosum möchte ich hier auch kurz vorstellen. Das zeige ich immer gerne bei Vorträgen, die ich über Elsdorf halte. Wir haben hier ein normales Körpergrab, ein Süd-Nord-Körpergrab, das sich sehr gut von dem anstehenden gelb-weißen Sandboden abhebt. Man sieht, das ist sehr schön scharfkantig. Darin sehen wir einen Sarg, die Sargverfärbung
auf der rechten, also südlichen Seite, zusätzlich außenrum etwas Kastenförmiges. Das wird wahrscheinlich der Sargdeckel sein, den wir hier zu fassen bekommen haben. Und links im Bild sehen Sie ein Loch und das ist sehr gleichmäßig kreisförmig und daraus schauten schon auf dieser Höhe ein dipoliger Draht mit Plastikummantelung, was uns selbstverständlich zeigt, dass das eine moderne Störung ist. Daran gibt es ja auch keine Zweifel. Wir haben dann aber, weil das immer tiefer wurde, mal eine Grubenlampe darunter gelassen und nach 4 Metern aufgegeben. Ich glaube, dass das eine seismische Bohrung ist für den benachbarten Bodenabbau, ohne das genau zu wissen. Und man hat die eben hier nichtsahnend einfach auch durch so ein Körpergrab hindurchgetrieben. Das sind so Phänomene, die man immer wieder mal beobachten kann, wenn man auf so einem Gräberfeld systematisch arbeitet. Die Grabhügel sehen in Elsdorf so aus, die sind komplett abgepflügt. Das Gelände ist ja heute eine Pferdekoppel. Ehemals war es allerdings Ackerland und so ist alles, was obertägig war, runtergepflügt worden. Das betrifft auch diese relativ kleinen, nur 6 bis 8 Meter großen Hügelgräber, die wir aus dem Frühmittelalter kennen. Übrig bleibt dann ein ringförmiger Kreisgraben. In Elsdorf, wie auch andernorts, haben die häufig eine Lücke, diese Kreisgräben. Das sieht man hier auf diesem Bild sehr schön, denke ich. Diese Lücke ist in Elsdorf immer so in Richtung Südwesten geöffnet. Und nun kann man natürlich anfangen, sich da nach astronomischen Daten zu suchen, die da vielleicht zu passen würden. Das haben wir ja auch mal gemacht. So ganz sicher ist das nicht, aber spekulativ wollen wir mal sagen, das hier geht in Richtung Sonnenuntergang zur Tag- und Nachtgleiche im Herbst. Das wird man mal genauer überprüfen können und wollen natürlich, ob so etwas hinter diesem Gedanken steht, die Erdbrücke dort in dem Ring anzulegen. Das mag natürlich sein, die Gedankenwelt bleibt uns da letzten Endes natürlich verborgen. In diesen Hügelgräbern oder unter diesen Hügelgräbern wurde ein Süd-Nord-Körpergrab angelegt, ein einzelnes. Ein zweites Beispiel sehen wir hier, da muss ich gar nicht näher drauf eingehen. Was ich hier erläutern will, ist, dass wir abgesehen von dem inneren Ringgraben drumherum noch eine dunkelgraue Verfärbung des Bodens sehen. Die rührt meines Erachtens daher, dass wir hier die zum Hügel aufgeschichtete Erde, dass sie abgeflossen ist. Das setzt voraus, dass der Graben relativ schnell wieder verfüllt worden ist. Und wir wollten das mal nachvollziehen im Rahmen eines Experiments, das ich im Jahr 2013 mit Hamburger Studenten durchgeführt habe. Da haben wir so einen Hügelgrab nachgebaut mit Originalmaßen von unserer Grabung. Man sieht hier die verschiedenen Arbeitsprozesse vom Abplagen der Grundfläche, Ausheben der Grabgrube, nach dem Einbringen eines Sarges, den wir uns von einem Bestattungsunternehmen besorgt hatten. Dann das Verfüllen der Grabgrube, das Aufschichten des eigentlichen Hügels, eben aus diesem Ringgraben. Und am Schluss wird das Ganze, weil wir hier auf einer Flugsanddecke arbeiten, mit den zuvor abgestochenen Planken abgedeckt. Das war problemlos machbar mit 4 bis 5 Leuten an einem Tag. Der Arbeitsaufwand, um einen solchen Hügel herzustellen, ist also gar nicht so groß. Und wie wir festgestellt haben, das haben wir ja im Jahr 2013 gemacht. Bis heute hat er schon von seinen 90 cm Tiefe der Graben rund 60 cm verloren. Der ist also nur noch stellenweise 20 bis 30 cm tief. Das geht also offensichtlich wirklich so schnell, dass der wieder verfüllt ist. Der Hügel ist geschützt durch die Planken, die sind jetzt neu bewachsen mit Gras, nach wie vor sehr stabil. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben einige Kammergräber auf dem Gräberfeld. Die will ich hier nur am Rande streifen, ohne da näher drauf einzugehen. Wir sehen auf dieser Folie links oben, wie sowas im Ausgangsstadium aussieht. Nachdem wir dort schon viele Jahre gegraben hatten, war uns allen klar, uns Ausgräbern, der gelbe Sand, den wir hier in der Grabgrube haben, der spricht dafür, dass dieses Grab sehr, sehr tief werden wird, denn ansonsten hatte man immer eine stärkere Durchmischung. So eine reine gelbe Zusammensetzung der Grabgrubenverfüllung zeigte deutlich, das wird tief
genauso war das hier. Wir haben uns dann in vielen Planer, ich glaube 13 Planer, haben wir hier angelegt in diesem Grab, in die Tiefe gearbeitet. Dann tauchten Steinsetzungen am Kopf und am Fußende des Grabes auf. Und man sieht hier in verschiedenen Stadien, wie Holzkonstruktionen auftauchen. Man hat also tatsächlich die Grabgrubenwand und eine Kammer aus Holz errichtet und dann zusätzlich größere Pfosten angelegt in den vier Ecken des Grabes, die man auch mit Spaltbohlen verzimmert hat. Das sehen Sie in dem Foto rechts unten am besten. Diese Pfosten sind selbst von der untersten Lage, also dort, wo der Sarg gelegen hatte, noch sehr tief geworden. Das sieht man auf dem Foto rechts. Und was dieses Grab auszeichnet ist, als einziges haben wir hier einen Reitsporn von all den Gräbern, die wir untersucht haben in Elsdorf. Also eine besondere Grabbeigabe, die mit diesem besonderen Grab verknüpft ist. Ähnlich verhält es sich bei einem zweiten Grab, das durch seine besondere Breite auffiel. Hier tauchten nach und nach eine Lanzenspitze auf, die sehen Sie im Bild links oben. Rechts unten in der Ecke des Grabes, daneben taucht ein Tongefäß auf. Wir haben im linken Teil des Grabes diese kleine ringförmige braune Verfärbung, das ist der Leichenschatten des Schädels. Und dann taucht nach und nach ein Sachs auf, das heißt ein einschneidiges Schwert, typisch fürs Frühmittelalter, und ein Schildbuckel, beides so angeordnet, dass der Schild offenbar auf dem Bauch gelegen hat und der Sachs in die linke Armbeuge gelegt worden war. Was hier weniger deutlich ist, wenn man sich aber länger in diese Fotos hineinschaut, sieht man auf beiden Längsseiten so sichelförmige kleine Verfärbungen, die sehr stabil bleiben über die ganze Höhe des Grabes, sodass wir hier wohl eine kammerartige Verzingerung aus senkrecht gestellten Spaltbohlen vor uns haben. Der Sarg selber hingegen ist sehr, sehr undeutlich geblieben. Man sieht es auf allen Fotos, es ist so eine starke Holzkohleanreicherung in der Mitte, aber einen richtigen Sarg konnten wir hier gar nicht ausfindig machen. Das Besondere an diesem Grab ist die Ausstattung, nämlich die einzige auf dem Gräberfeld, die wir entdeckt haben, mit der sogenannten Vollbewaffnung, bestehend aus Schwert, in diesem Fall ein Sachs, ich erwähnte es schon, Lanze und Schild. Und dann kommen zusätzliche Objekte hinzu, ein Messer und eine kleine Schnalle von einer Gürteltasche, das ist Allerweltskram, den konnte jeder haben als Grabbeigabe. Auffällig sind zwei Grabbeigaben, die einem erst als Auffälligkeit deutlich werden, wenn man viele Gräberfelder kennt. Nämlich zum einen ein Feuerstahl mit einem kleinen Feuerstein als Schlagstein und das doch letzten Endes sehr schrappige Tongefäß, das wir oben im Bild haben. Denn diese Fundobjekte finden sich eigentlich nur in reichen Gräbern. So unauffällig uns die Scheine und insbesondere das eigentlich sehr schlecht gearbeitete Tongefäß, so haben die offenbar doch eine Bedeutung gehabt für die Menschen damals, die einen gewissen und wahrscheinlich höheren sozialen Status gekennzeichnet haben. Ebenso ist das nahezu mit einer Pinzette, die wir hier im Röntgenbild sehen. Wir sehen an den scharfen Konturen auf dem Röntgenbild, dass es sich um Buntmetall handelt und oben am Griffende sehen wir letzten Endes sehr, sehr schön noch einen kleinen drahtförmigen Ring, schlaufenförmig umwundene Enden. Wir haben in den sehr schwierigen Böden, die wir in Elsdorf haben, sämtliche Metallfunde eingegipst, weil die Erhaltung vor Ort, sowohl was Eisen als auch Bronze angeht, sehr, sehr schlecht ist. So war das auch hier, was im Röntgenbild noch sehr gut aussieht. Die Pinzette war auch ganz gut, die haben wir auch fotografiert. Ich zeige hier trotzdem die Zeichnung, weil die letzten Endes die Verzierung dieser Pinzette besser darstellt. Der Ring hingegen war eigentlich nur noch in winzigen Bruchteilen vorhanden. Da haben wir eigentlich den einzigen vernünftigen Nachweis, wie der gearbeitet war, über dieses Röntgenbild. Sind Kammergräber und Hügelgräber etwas Besonderes? Die Frage muss man sich natürlich stellen. Und dazu habe ich mal das aufgelistet, was man an Grabbeigaben hat. Wir sehen, bei den Hügelgräbern ist das fast nichts. Und das, was wir finden, sind Messer und Schnallen. Das finde ich auch in jedem anderen Grab und genauso häufig oder selten. Die Besonderheit an den Hügelgräbern ist also ausschließlich dieser Hügel selber. Nichtsdestotrotz sind die Personen, die so bestattet worden sind, natürlich sehr augenscheinlich aus der Masse der Person herausgehoben worden. Was es damit aber auf sich hat, bleibt uns letzten Endes verschlossen. Bei den Kammergräbern sehen wir
teilweise Auffälligkeiten bei zwei von dreien immerhin. Nämlich, ich hatte es erwähnt, in dem einen Grab eine Vollbewaffnung, in dem anderen die Ausstattung mit einem Sporn, die ja wohl letzten Endes den Reiter zum Ausdruck bringen soll. Auf dem Gräberfeld von Elstorf gibt es außerdem einige Pferdebestattungen. Das ist nicht ungewöhnlich auf frühmittelalterlichen Gräberfeldern. Auffällig ist, dass es manche Gräberfelder gibt, wo es mehrere Pferdebestattungen gibt, manche, wo es gar keine gibt. Und genau das haben wir in Elstorf und Ketzendorf. In Elstorf haben wir gleich 5 Pferdebestattungen. Die sind ja auf dem Plan in der linken Bildhälfte in gelb markiert. In Ketzendorf haben wir kein einziges. Wir wollen nur exemplarisch eines der Pferde anschauen. Da war die Knochenerhaltung, weil die Knochen natürlich viel stabiler, viel stärker sind, noch relativ gut. Man sieht, wie das Pferd an einer Grubenwand deponiert ist mit angezogenen Winkeln, mit angewinkelten Beinen, wollte ich sagen. Und der Schädel schaut hier senkrecht nach unten und direkt davor lag im Grab offensichtlich ein Holzgefäß, das uns nur als Erdverfärbung erhalten geblieben ist. Ich deute das als Futterschale oder Futtereimer. Das ist auch etwas, was ausgesprochen ungewöhnlich ist, denn normalerweise haben diese Pferdegräber keine Grabbeigaben. Was uns zu der Frage führt, sind es Reitpferde gewesen, die einem Menschen zugeordnet sind, oder sind es tatsächlich Pferdeopfer? Dazu gehen wir noch einmal zurück. Wenn wir auf den Plan schauen, dann sieht man nirgendwo eine eindeutige Verknüpfung zwischen Pferdegrab und Menschengrab. Dazu kommt, dass wir kein einziges Pferdegrab haben, in dem wir irgendetwas wie Reitausrüstung, Sättel, Zaumzeug, ähnliches finden. Das findet man üblicherweise auch in Menschengräbern, aber auch da haben wir ein einziges mit einem Sporn und das liegt weit ab der Pferdegräber. Da gibt es also keinerlei Kontext, was aus meiner Sicht klar dafür spricht, dass es sich hier um Tieropferungen handelt, die sicherlich in einem vorchristlichen Kontext noch zu sehen sind. Noch stärker in diese Richtung weist eine Pferdedeponierung, die so aussah. Wir haben hier nämlich ausschließlich den Schädel und die 4 Extremitäten, die parallel zum Schädel ausgerichtet waren, in einer ganz kleinen Grube. Da passt er also auch nicht mehr rein. Es ist also nicht so, dass bei dieser Pferdedeponierung der Rest der Grube einfach verschwunden ist, sondern hier ist nicht mehr als das vorhanden gewesen. Ein sehr, sehr spannender Befund, einmalig in Niedersachsen. Es gibt aber Parallelen dazu. Am besten ist eigentlich die in der unteren Bildfolge da ganz rechts. Und die verweisen ganz klar in einen osteuropäisch-skandinavischen Kontext. Der arabische Weltreisende Ibn Fadlan hat im 10. Jahrhundert ja diese Länder bereist und auch ähnliche Opfersitten dargestellt. Für eine Ausstellung in der Wikingerstadt Ribe hat man mal dieses Bild hier angefertigt und in etwa so stelle ich mir das auch vor, was man in Elstorf hatte. Man hat ein Pferd ausgeweidet und dann die Haut mit den Längsknochen und dem Schädel an langen Stangen aufgestellt. Hier sehen wir im Hintergrund sogar auch noch einen kleinen Grabhügel, neben dem man das getan hat. Und als das Ganze dann endgültig auseinandergefallen ist im Zuge der Verwesung, hat man wahrscheinlich die Knochenreste vergraben dann auf diesem Gräberfeld. Dessen Struktur wir uns jetzt noch einmal anschauen wollen. Wir haben als erstes, bin ich noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen, interessiert uns hier auch nur hinsichtlich der Struktur tatsächlich, 4 Großsteingräber. Also trichterbecher zeitliche Grabanlagen aus der Zeit um 3400, 3200 vor Christus. Durch die hindurch führt wahrscheinlich über Jahrtausende hinweg, im Frühmittelalter können wir das ganz verbindlich sagen, ein Weg. Der führt auch 1 Kilometer weiter an bronzezeitlichen Grabhügeln vorbei durch das Gräberfeld von Ketzendorf. Und an diesem Weg fängt man dann an zu bestatten. Erst mit Brandbestattung und dann kommen aber in einer jüngeren Phase der Südnordgräber einige Kammergräber und einige Grabhügel und zu. Und man sieht, dass dieser Weg für das Gräberfeld eine starke Bedeutung gehabt haben muss, denn es ist alles sehr klar auf diesen Weg hin ausgerichtet. Alles, was wir an besonderen Gräbern haben, sucht die Nähe zu diesem Weg. Sehr, sehr spannendes Phänomen, das dann in der wissenschaftlichen Auswertung natürlich auch im Fokus stehen muss.
Wir wollen uns ein paar Grabbeigaben anschauen. Wir haben hier zum Beispiel eine kleine wappenförmige Riemenzunge aus Bronze, Feuer vergoldet. Ganz nett ist, dass wir links oben dran ein Eisenobjekt hatten, das so durchgerostet ist, dass anhaftendes Textil durchmineralisiert ist. Man sieht ja sehr schön die Bindung dieses Textils. Das wollen wir auch noch weiter untersuchen. Noch schöner hier zwei bronzene Armringe aus einem Frauengrab, wo die Kupfersalze dafür gesorgt haben, dass sich Textilien im Original erhalten konnten. Oder aus dem Grab mit der Vollbewaffnung ein kleines Eisenblech, wo wir eine so hervorragende Textilerhaltung haben, dass wir hier auf Anhieb und ohne dafür spezialisiert zu sein, einen Diamantköper als Bindung erkennen können. Ich hatte es schon gesagt, fast alle Metallfunde haben wir zunächst eingegipst. Da sehen Sie mal links oben im Bild, wie das aussieht, wenn man das dann in der Werkstatt aufmacht. Jeder Gipsblock hat zwei Messnägel, sodass man auch im Nachgang genau sagen kann, wie er im Grab gelegen hat. Hier machen wir einen Gipsblock auf. Zuvor ist er geröntgt worden und wir haben darin zum einen einen einfachen rundstabigen Halsring aus Bronze, einen kleinen silbernen, wahrscheinlich Ohrring, einige Glasperlen und eine kleine rechteckige Perle, die sehen Sie, Rechteckfibel, die sehen Sie links unten im Bild. Die liegt an einer ungewöhnlichen Stelle. Die würde man eigentlich im Brustbereich oder an der rechten oder linken Schulter erwarten. Hier ist es aber anders und hier liegt sie offenbar mehr oder weniger im Mundbereich. Und eine schöne Parallele kennen wir aus dem spätsächsischen Gräberfeld von Wulfsen, ebenfalls im Landkreis Harburg. Hier hat man der verstorbenen Frau, die auch einen Halsring ins Grab bekommen hatte, die Fibel auf den Mund gelegt, was man sehr schön im Befund erkennen konnte und daran, dass die Zahnkappen alle grün eingefärbt sind durch den Kontakt zur Bronze. Das war eine sehr lange Vorrede. Jetzt kommen wir endlich zu der Fibel, um die es in diesem Vortrag gehen soll. Die stammt aus dem Grab 478. Das liegt mitten im Gräberfeld, wie wir hier sehen können, und ist ein west-ost-orientiertes Grab. Das Grab als solches war komplett unauffällig. Wir haben ein West-Ost-Grab, wo wir noch relativ weit oben sind mit unserem Planer, sehr stark durch Tiergänge beeinträchtigt ist. Das trifft auf alle Gräber zu. Wir haben hier ganz viele Ratten, Mäuse, Maulwürfe gehabt, die unsere Gräber immer sehr stark durchgewühlt haben. Das war teilweise auch während der Grabung so. Das war dann immer ärgerlich, wenn man morgens die Plane runtergezogen hat und dann hatte man einen frischen Tiergang, der quer durch das sorgsam geputzte Planum führte. In diesem Grab taucht nach und nach die rechteckige Verfärbung des Sarges auf. Auf dieser Höhe sieht man im unteren Bild auch schon einen kleinen Erdblock, den wir rauspräparieren, weil sich darin Metallfunde finden. Die haben sich später an dieser Stelle als ein Messer und ein Nadelröhrchen erwiesen, was schon auf die, darauf hinweist, dass hier eine Frau bestattet worden ist. Und wenn wir weiter runtergehen, beginnt die Grabgrube sich schon aufzulösen. Der Sarg ist jetzt recht deutlich zu erkennen, auch wenn wir nur stellenweise die Kontur eines Kastensarges haben. Und wir sehen am rechten Bildende, also im Westen, so wie sich das gehört bei einer solchen Bestattung, den Leichenschatten des Schädels, so leicht birnenförmig. Dasselbe Foto, vergrößert, zeigt an dieser Stelle, kaum sichtbar, einen kleinen grünen Schimmer. Das ist unsere Fibel, die wir, weil sie, die lag hochkant auf der Seite und die hochstehende Kante war völlig mürbe, sodass wir das auch direkt vor Ort eingegipst haben, also gar nicht wussten, was wir da vor uns haben. Aber die Lage im Grab zeigt uns deutlich, wir sind hier im Bereich des rechten Oberarms bzw. der rechten Schulter, wo man schon unter Umständen auf eine Fibel schließen kann. Rundherum liegen eine Handvoll Perlen. Wir verfolgen das Grab noch bis zur Sohle, dann tauchen im oberen Bild in der Mitte die Oberschenkel auf und im unteren Bild die Unterschenkel, sodass wir wissen, diese Tote ist auf dem Rücken liegend ausgestreckt bestattet worden. So wie es sich gehört. Und das Grab als solches ist völlig unauffällig. Anders verhält es sich mit den Grabbeigaben. Messer und Nadelröhrchen hatte ich schon erwähnt. Die sind chronologisch, typologisch völlig unempfindlich. Leider für das Frühmittelalter, weil das die am meisten sichtbaren vorhandenen Grabbeigaben sind. Dann haben wir eine ganz nette Perlenkette aus 11 Perlen. Die unterschiedlichen Typen sehen Sie links unten. Und ein wichtiger Fund,
ist die Münze, die Sie hier sehen. Auf die beiden Objekte rechts oben komme ich gleich zu sprechen. Erstmal kümmern wir uns um die Münze. Die ist aus Silber und zeigt, obwohl sie ein bisschen abgegriffen und beschädigt ist, sehr klar auf Avers und Revers ein Kreuz und ein Tempel mit einem Kreuz. Und man kann auch die Umschrift noch entziffern, auch wenn da Fehlstellen sind. Es handelt sich um ein Christiana Religio Denar von Ludovicus Imp. Das ist der Kaiser Ludwig der Fromme, was uns einen Ante- oder Postquem-Datum liefert zwischen 814 und 840 nach Christus. In diesem Zeitraum sind die Münzen hauptsächlich geprägt worden. Teilweise scheinen die auch länger noch geprägt worden zu sein, aber das zweite Viertel des 9. Jahrhunderts ist der früheste Zeitpunkt, wann diese Bestattung angelegt worden sein könnte. Das ist deshalb wichtig zu erfahren, weil wir sehen werden, dass die Fibel und diese beiden Objekte rechts oben viel, viel älter sind. Schauen wir kurz auf Münzen aus dem Landkreis Harburg. Frühmittelalterliche Münzen gibt es eine Handvoll. Sie sind aber nicht als Geld zu verstehen. Dazu sind es viel zu wenige. Und teilweise zeigt das auch deutlich, wie man mit diesen Münzen umgegangen ist. Wir haben die Münze ganz links unten aus Wulfsen. Die ist verbogen und aufgerollt worden, auf eine Perlenkette gezogen worden. Dann haben wir aus Ketzendorf eine Münze, die zeigt drei feine Durchlochungen. Und die fand sich im Grab mit dem Kreuz nach oben im Stirnbereich der Bestattung, sodass der damalige Ausgräber davon ausgegangen ist, dass sie auf eine Mütze aufgenäht war. Und dann haben wir rechts unten ein Schatter, ein Altbekannten aus Maschen. Dieser ist ebenfalls durchbohrt worden und als Anhänger getragen worden. Sodass wir sehen, man kannte solche Münzen, man hat sie auch verwendet, aber eben in einem ganz anderen Zweck als das, wofür sie eigentlich gedacht waren. Schauen wir uns nun eines dieser beiden merkwürdigen Objekte an, die eben schon zu sehen waren. Sie sehen, es handelt sich um ein polyedrisches Objekt. An einem Ende ist ein hülsenförmiger Fortsatz. Die Objekte bestehen aus einer Blei-Zinn-Bronze. Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen zu den Funden hat das Römisch-Germanische Zentralmuseum für uns durchgeführt und ist feuervergoldet worden. Außerdem sehen wir in den Fassungen dreieckige Glaseinlagen. Die beiden Objekte lagen zusammen mit der Fibel im Gipsblock. Die haben wir also bei der Ausgrabung vor Ort gar nicht zu sehen bekommen. Die Lage im Grab zeigt aber, dass sie irgendwie im Kontext dieser Perlenkette wahrscheinlich zu sehen sind. Und tatsächlich zeigt sich in diesen hülsenförmigen Durchbrechungen auch in beiden Fällen Stoffreste, die offensichtlich von der Auffädelung auf diese Perlenkette herrühren. Nun ist es aber klar, das sind keine Perlen, denn Perlen im Frühmittelalter sehen völlig anders aus. Sie sind in der Regel aus Glas. Es gibt auch andere Materialien wie Bernstein oder auch Metallperlen. Aber so etwas wie das hier kennen wir aus ganz Norddeutschland nicht. Die Frage ist also, was mag das ursprünglich gewesen sein? Und dann kann man recherchieren, wie verrückt, und kommt doch nicht zu einem ganz vernünftigen Ende. Aber so ein bisschen Hinweise haben wir vielleicht. Es mag zum Beispiel in Richtung dieser polyedrischen Ohrringe gehen, die wir in einem süddeutschen und westdeutschen Kontext, Alabarden, Bajuwaren, Franken, recht häufig kennen, allerdings in der Merowingerzeit. Das heißt, wir sind hier im 6., 7. Jahrhundert. Das ist eigentlich 200 Jahre zu alt für unser Grab. Nichtsdestotrotz gibt es wenig Besseres. Eins habe ich noch, eine Nadel aus Rouvelange in Luxemburg. Die stammt allerdings auch von einem merowingerzeitlichen Fundplatz, ist aber aus meiner Sicht aufgrund der versetzten Anordnung dieser dreieckigen Glasfassung eigentlich ein ganz schönes Vergleichsbeispiel. Aber das Problem, wir sind 200 Jahre zu alt. Das wird uns am Ende des Vortrags noch einmal beschäftigen. Schauen wir uns jetzt endlich die Fibel an. Ich nehme gleich mal die Röntgenbilder dazu. Dann sehen wir, wir haben hier eine im Grunde rechteckige Fibel mit eingezogenen Längsseiten. Dort finden wir so merkwürdige Erweiterungen. Die Fibel besteht aus zwei Blechen. Das sind beides Messingbleche. Auch hier wieder naturwissenschaftliche Untersuchung durch das RGZM. Das Schaublech auf der Frontseite ist feuervergoldet und vor dem Aufbringen auf die Trägerplatte
gepunzt worden und außerdem hat man von hinten heraus runde Fassungen herausgetrieben, in denen Glaseinlagen sitzen. Das ist alles rotes Glas. Auf dem Foto sehen manche von diesen Glasfassungen blau oder schwarz aus. Sie sind aber alle rot und sie sind auch alle aus einer einzelnen Glascharge hergestellt worden. So, dann hat man ein rechteckiges Feld aufgelötet und hier dann Glaseinlagen hineingesetzt, im Wesentlichen in Rot. Wir sehen, eine Dreiecksfassung ist in Grün, die zentrale und die rechte Dreiecksfassung sind leider rausgefallen, sodass wir da über die Farbe nichts sagen können. Auf der Rückseite sehen wir rechts ein Backenscharnier, da ist ein Stück von der Nadel noch dran und auch wieder mineralisiertes Textil. Links die Nadelrast fehlt. Die war nämlich aufgelötet, man sieht hier Reste von dem Bleilot und außerdem sieht man Schleifspuren. Man hat offensichtlich die Rückseite vorbereitet vor der Lötung und versucht aufzurauen. Da gehen uns dann eigentlich schon mal die Alarmglocken an, denn so würde man eine Fibel eigentlich nicht herstellen. Da gießt man das normalerweise in Gänze, ist dann ja auch viel stabiler. Gerade Nadelrast und Nadelhalter sind ja die belasteten Teile an der Fibel, die mit einem Bleilot aufzulöten macht wenig Sinn und zeigt, dass wir hier eigentlich im Kern was anderes vor uns haben. Wir sehen in den Erweiterungen, in den zwei Ecken, die nicht ganz so beschädigt sind, insbesondere dann, wenn wir die Fibel umdrehen, da stecken Nieten drin. Die sieht man auch in dem unteren und oberen Röntgenbild relativ deutlich. Das sind die kleinen schwarzen Punkte. In dem oberen Bild sehen Sie, sind sie richtig stabil als eine Art Pflocknieten zu erkennen. Und das ist dann der nächste Punkt, der einstürzen lässt, denn eine Fibel braucht überhaupt keine Nieten. Und auch die Verbindung der beiden Bleche durch Nieten ist unnötig, weil man hat das Ganze hier umgebördelt, wie man an den erhaltenen Stellen sieht. Einige Auffälligkeiten, die uns gleich beschäftigen werden, schauen wir uns erstmal das typische Fibelspektrum im Frühmittelalter an, wie es an der Niederelbe aussieht. Aus Gräberfeldern kennen wir vor allem die sogenannten Kreuzscheibenfibeln. Das sind runde Fibeln. Normalerweise ist die Oberfläche dann so herausgearbeitet, dass man da Glaseinlagen hineingießen konnte, der sogenannte Grubenschmelz. Dann kommt noch relativ oft Heiligenfibeln vor. Das sind die, wo man richtig ein Heiligenbildnis hat. Das gibt es in der Zellenemailtechnik oder auch im Grubenschmelz. Beides bekannt. Sehr, sehr selten bei uns sind die sogenannten Münzfibeln, wo man entweder echte Münzen genommen hat und man hat Münzen imitiert und daraus Fibeln konstruiert. Diese Fibelformen sind bekannt aus Gräberfeldern und man hat sie immer für was Besonderes gehalten. Seit wir zahlreiche Detektorgänger betreuen bei uns, tauchen diese Fibelformen wie Sand am Meer auf. Hier nur mal ein kleiner Teilbereich dessen, was in den letzten 3-4 Jahren an Fibeln dieser Typen herausgekommen ist. Und zusätzlich treten auch völlig neue Formen der Fibeln, der frühmittelalterlichen Fibeln durch Detektorgänge auf. Ich will ja nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber diese Formen, die Sie auf dieser Folie sehen, waren bislang alle völlig unbekannt im Landkreis Harburg. Zu dem, was man auch in Gräberfeldern finden kann, gehören gleicharmige Fibeln, häufig aus Eisen oder Bronze, unten im Bild, oder die kleinen Rechteckfibeln, die gerne mal mit so einem gezähnten Rand daherkommen, auch Kissenfibeln heißen. Durch die Detektorgänger haben wir auch hier völlig neue Typen an Klein- und Kleinstfibeln, die wir bislang überhaupt nicht kannten. Schauen wir die alle im Vergleich zu dem an, wie unsere Fibel aussieht. Ich habe hier versucht, die alle auf denselben Maßstab zu bringen. Dann sprengt unsere Fibel natürlich völlig den Rahmen dessen, was eigentlich im Fibelspektrum bekannt ist. Und ich hatte es schon gesagt, wir haben einen aufgelöteten Nadelapparat, wir haben Nieten. Es ist eigentlich völlig klar, das ist keine Fibel gewesen. Ursprünglich jedenfalls. In die richtige Richtung, wo wir hindenken müssen, bringt uns ein Fund aus Haithabu. Im Bachbett gefunden, auch so um 800 datiert. Wir sehen, der ist vom Umriss her sehr, sehr ähnlich, dieser Fund. Allerdings auch wieder viel kleiner. Das Verhältnis ist ja auch ungefähr 1:1 gebracht, der beiden Abbildungen. Das Stück ist aus Blei und zeigt natürlich eine ganz andere Form der Verzierung. Aber was man hier gemacht hat, man hat auch hier nachträglich auf die Rückseite ein Nadelapparat aufgelötet. Und dieses Stück
dass eben auch in den Vierecken und in den mittleren Erweiterungen so Nieten bzw. Pseudonieten getragen hat, wird nun als Schwertgurtbeschlag betragen. Und das bringt uns in die Richtung, wo wir eigentlich hinschauen müssen. Hier mal einige andere Schwertgurtbeschläge aus einem frühmittelalterlichen Kontext im Friesischen, Sächsischen. Hier sind wir, die Beispiele, die ich hier habe, sind aus Deventer, Domburg und Heiterbu. Und alle diese Schwertgurtbeschläge sind nachträglich zu Fibeln umgearbeitet worden. Das ist ein Phänomen, das wir also kennen von solchen Funden. Und auch wenn die im Einzelnen anders aussehen als unsere Fibel aus Elstorf, ist hier dasselbe passiert offensichtlich. Ein Beschlag wird zu einer Fibel umgearbeitet und dann weiterverwendet. Etwas anders ist es bei einem bekannten Beschlagwerk, das hier allerdings wohl nicht zu einem Schwertgurt gehört, sondern im Kontext eines Zaumzeugs zu sehen ist. Das zeige ich, weil man hier ein ähnliches Konstruktionsprinzip hat wie in Elstorf. Wir haben zwei Platten, die Schauseite ist vergoldet und dann hat man hier Glasfassung drin. Das Problem hier, das soll nur der bekannte Schwertknauf verdeutlichen. Hier sind wir wieder im Rheinland, nämlich in Krefeld-Gellep. Und wir sind im 6. Jahrhundert, also wieder plötzlich 200 Jahre vor dem, wo wir eigentlich hinwollen. Wenn man aber schon in dieser Epoche ist und dieser Region, kann man mal einen Blick auf die typischen spätmerowingischen Prachtscheibenfibeln werfen, an denen wir, was die Glasfassung angeht, das ein oder andere erkennen, was gar nicht so unähnlich ist zu unserer Fibel aus Elstorf. Diese grün gefassten grünen Dreiecksfassungen. Wir sehen so längliche Anordnung von Zellenemail und ähnliches. Und auch wenn diese Fibeln handwerklich natürlich weitaus höher zu betrachten sind, kann man hier möglicherweise ein Vorbild vermuten für das, was der Buntschmied mit der Fibel aus Elstorf wohl gemeint hat. In dieselbe Richtung geht ein anderer berühmter Fund, nämlich die Bügelfibel der Fürsten aus Wittislingen. Das Grab ist um 600 bzw. Mitte des 7. Jahrhunderts angelegt worden. Ganz anders in der Machart, aber eins fällt hier auf, nämlich das Mittelteil, das uns förmlich anspringt zu dem, was wir auch in Elstorf finden. Aber auch hier sind wir wieder 200 Jahre älter und das führt uns zu der Vermutung, dass unsere Fibel aus Elstorf also ursprünglich ein Beschlag war und, wie es scheint, bevor sie in das Grab gekommen ist, 200 Jahre mindestens irgendwo im Umlauf war und wahrscheinlich nicht aus Norddeutschland stammt. Dasselbe trifft für die beiden merkwürdigen Bronzeperlen zu, sodass man das Ganze vielleicht als Set betrachten sollte, in welcher Art und Weise auch immer. Wie es in den Norden gekommen ist, wissen wir nicht. Und wie es auf dieses scheinbar doch rein ländlich geprägte Gräberfeld in Elstorf gekommen ist, können wir auch nicht sagen. Aber die Auffälligkeit ist doch enorm. Wir sollten eine Frage noch versuchen zu klären. Das ist bisher nicht gelungen bei aller Recherche. Wozu hat dieser Beschlag denn wohl gedient? Wir haben gesehen, die Zaumzeugbeschläge aus Krefeld und die Schwertgurtbeschläge sind alle deutlich kleiner. Die Riemen sind also wohl ursprünglich kleiner gewesen. Das heißt, das braucht eigentlich eine besondere Stelle, an der dieses Objekt gesessen haben könnte, wenn es denn auf einem Gurt oder einer Gurtgarnitur gesessen hat. Ein Vorschlag von mir, der aber noch der Recherche und der Verifizierung bedarf, ist, dass wir das vielleicht im Zuge des Zaumzeugs so als auf die Stirn montiert betrachten sollten. Da würde es von der Größe und der Machart, denke ich, gut hinpassen. Und das ist die Frage, die es gilt weiter zu klären. Hier ist die Recherche noch längst nicht am Ende, obwohl ich schon viele Kollegen in Deutschland, die Spezialisten fürs Frühmittelalter sind, zu dem Thema befragt habe. Sind wir da noch letzten Endes noch nicht wirklich weiter? Ich möchte den Vortrag schließen mit ein paar Bildern von lebenden Menschen. Das ist ja auch mal ganz nett. Wir haben diese Grabung über viele Jahre als Lehrgrabung gemeinsam mit der Universität Hamburg gemacht. Hier sehen Sie ein paar Bilder von den Studenten bei den unterschiedlichsten Arbeiten, die sie dort ausführen. Und dann jeder von Ihnen, der regelmäßig auf Grabung ist, weiß es. Das Wetter ist der Feind des Archäologen.
Entweder hat es gerade geregnet oder es regnet gerade oder es hat gerade nicht geregnet. Das ist auf einer Flugsanddecke auch sehr, sehr unangenehm, wie ihn alle an der Grabung Beteiligten versichern können, die regelmäßig abends Sand aus Haaren und Unterhose spülen durften. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.